Alois, ich versteh da was nicht. Was ist denn, Irmi? Frag mich halt, ich sag das schon. Die Gschwendlingers. Du, wir haben's fei schon gut. Ja, find ich schon auch. Aber warum sagst du mir das jetzt? Weil wir zum Beispiel keine Miete zahlen müssen, weil wir unser eigenes Haus haben. Na ja, deswegen haben wir ja unser Leben lang gearbeitet. Aber andere haben auch ihr Leben lang gearbeitet und können sich nicht mal eine eigene Wohnung leisten. Die müssen sogar als Rentner ganz schön hohe Mieten zahlen. Und die werden ja auch noch dauernd brutal erhöht. Ja, schon. Aber das soll ja jetzt verboten werden. Dieses brutale Erhöhen der Miete. Die wollen da jetzt diesen, wie sagen sie es, Mietdeckel einführen. Na kann man das nicht mehr machen. Zumindest nicht mehr so leicht mit der brutalen Erhöhung. Das ist noch gar nicht gesagt, denn die Merkel mag das nicht. Die ist gegen diesen Mietdeckel. Jetzt redst du einen Schmarrn, Irmi. Wo hast denn das wieder gehört? Da, schau doch her, in meiner Zeitung steht, dass die Merkel das genau so gesagt hat. Angela Merkel ist gegen Deckelung von Mieten, hat sie in ihrer Rede vor dem Mieterbund gesagt. Der Mieterbund, das ist da, wo alle zusammengekommen sind, die sich um die Mieter Sorgen machen. Ja, stimmt. Das steht da. Doch ich sag das jetzt noch einmal. Das ist ein ausgemachter Schmarrn, was die da in deinem Kasbladl schreiben. Die Merkel hat da in ihrer Rede gar nichts dazu gesagt. Jetzt sag einmal, warum möchtest du das jetzt schon wieder besser wissen? Du warst doch gar nicht dabei bei der Rede von der Merkel. Na, aber ich hab mir die Rede im Internet angehört. Und da hab ich nichts davon gehört. Und damit's jetzt nicht sagen kannst, ich hab da vielleicht nicht richtig zugehört, lies ich dir vor, was eine andere Zeitung dazu geschrieben hat. Den geplanten Mietdeckel der SPD, all die Themen, die derzeit so emotional diskutiert werden, erwähnt Merkel mit keiner Silbe. Genau so hat's die Frankfurter Allgemeine geschrieben. Ja, Herrschaft, warum schreiben die dann so einen Scheiß in meiner Zeitung? Den Scheiß hat nicht nur dein Kasbladl geschrieben, sondern viel, viel mehrer Zeitungen in Deutschland. Ich hab im Internet nachgeschaut, sogar eine sogenannte Qualitätszeitung, wie sie die so nennen, hat's geschrieben. Das war nämlich die ach so renommierte Zeitung Die Zeit. Entweder machen die Zeitungsfuzis schon beim Zuhören gewaltige Fehler, oder keiner von denen hat die Rede überhaupt selber gehört. Die haben einfach blind das abgeschrieben, was einer eine Nachrichtenagentur geliefert hat. Und das da, mit dieser Merkel-Rede, das hat der deutsche Ableger einer nicht amerikanischen, sondern einer französischen Agentur, die nennen sie Assange France Presse, die hat das verschickt. Im Übrigen, die verschicken mehr als 3000 Artikel täglich. Da kann schon mal so ein Scheiß dabei sein. Schön langsam komm ich mir aber sauber blöd vor. Jetzt hast du mir schon wieder gezeigt, dass das in meiner Zeitung nicht mehr so recht stimmt, dass ich denen gar nicht so recht trauen kann. Aber, Alois, sag einmal, kann ich denen wenigstens noch am Fernseher trauen? Naja, dem Apparat vielleicht schon. Aber nicht unbedingt den Sendungen, die da drin kommen oder die du anschaust. Wie meinst du jetzt das? Irmi, sag mir mal, was meinst du da genau, wenn du von Vertrauen redst? In Vertrauen in die Nachrichten, meine ich. Naja, dass die das in die Nachrichten genauso sagen und zungen, wie es wirklich gewesen ist und dabei nichts weglassen. Aber auch nichts dazu dichten. Und wenn ich dir jetzt Filmaufnahmen zeigert von dem, was passiert ist,
aber in dem Text dazu, was wichtig ist, weglassen oder etwas umgedichtet wurde? Ja, aber das war ja dann auch bloß die halbe Wahrheit. Das darf halt auch nicht sein. Tja, Irmi, wenn du das so sagst, dann muss ich dir leider sagen, dass du dem Fernseher jetzt auch nicht mehr trauen darfst. Geh bitte! Möchtest du mir jetzt sagen, dass die in die Fernsehnachrichten jetzt auch liegen? Liegen habe ich nicht gesagt, aber sie manipulieren. Nicht allweil, aber gern bei sogenannten Kleinigkeiten, wo es nicht ganz so auffällt. Aber Alois, das sagst du jetzt einfach so daher. Kannst du mir das auch beweisen? Aber ja, nichts leichter wie das. Ich hab da nämlich in meinem Computer einen eigenen Faktenchecker eingerichtet. Ich fang einmal mit dem letzten Besuch von Trump in England an. Ist ja erst ein paar Tage her. Also mal zuerst die Nachrichten von dem Tag um 19 Uhr beim ZDF. Bevor sein Fuß britischen Boden auch nur berührt, hat Donald Trump schon eine, so nennen sie es hier, verbale Handgranate geworfen. Den Londoner Bürgermeister Sadiq Khan per Twitter einen totalen Loser genannt. Dieser Gast will offenbar die Geduld der Gastgeber testen. Jimmy, was hast jetzt gehört? Dass der Trump ein richtiger Trampel ist. Der kann doch nicht einfach den Bürgermeister beleidigen. Ah, das, was du gerade gehört hast, das waren ja die Nachrichten um 19 Uhr. Und jetzt hör einmal, was derselbe Sender 3 Stunden später gesagt hat, zum selben Thema. Auch nicht, wenn Donald Trump schon kurz vor Landung gegen die guten Sitten verstößt. Per Tweet nannte er den Bürgermeister von London, Sadiq Khan, dumm und einen Loser. Allerdings hatte der ihn zuvor in die Nähe von Faschisten gerückt. Ach, so war das. Der Trump hat also nur zurückbeleidigt. Jetzt schaut die Sache natürlich ein wenig anders aus. Welcher amerikanische Präsident lässt sich schon von einem kleinen Bürgermeister öffentlich beleidigen? Hätten sie das in die ersten Nachrichten gleich gesagt, dann hätten wir es gleich besser verstanden. Merkst was? Der Schmutzfink, der den ersten Beitrag um 19 Uhr fabriziert hat, der wollte den Trump einfach saublöd ausschauen lassen. Weil er das mit der ersten Beleidigung weglassen hat, hat er die Zuschauer nur wegen dieser Kleinigkeit in seinem Sinne manipuliert. Bei dir hat's ja auch hingehaut. Also, wer solche Nachrichten fabriziert, ist für mich kein Journalist, sondern ein Propagandist. Wennst also das nächste Mal einen Bericht von diesem Herrn TV sehen sechst, denk vielleicht gleich besser an Klopapier. Oder ich frag dich gleich, was du davon hältst. Aber gut, das war ja jetzt nur eins. Hast du noch ein Beispiel für mich? Aber sicher. Kennst du den Sturz der österreichischen Regierung, der vor ein paar Monaten, vor einem Monat passiert ist? Kannst du dich daran erinnern? Ja, freilich. Da wollte doch einer, ich glaube, der hat Strache oder so geheißen, einer reichen Russin alles Mögliche zuschustern. Haben's doch auch in dem heimlich aufgenommenen Video gezeigt. Stimmt. Hat man im Video gesehen und gehört. Aber ein Detail an derer Sache haben's total falsch dargestellt. Denn die Russin war gar keine Russin. Das weiß ich auch. Das war ja eine Falle. Und die angebliche Russin war ja ein Lockvogel, die sie eigentlich nur für eine Russin ausgegeben hat. Nein, Irmi, der Lockvogel hat sie als Lettin ausgegeben. Als lettische Staatsbürgerin und Nichte eines russischen Oligarchen. Nein. Die hat sie als reiche Russin ausgegeben. Genau so haben sie es immer im Fernsehen gesagt. Richtig, so haben sie es immer gesagt. Doch jetzt sage ich dir, wie in die Nachrichten aus einer Nichte eines reichen Russen eine reiche Russin wurde. Christian Strache und Johann Gudenus von der FPÖ wurden in diese Villa auf Ibiza gelockt unter dem Vorwand, dass dort eine angebliche Nichte eines russischen Oligarchen darüber reden will.
Vor der Wahl 2017 verhandelt FPÖ-Chef Strache auf Ibiza mit einer vermeintlich reichen russischsprachigen Investorin. Mehr als 6 Stunden sprechen der heutige österreichische Vizekanzler Heinz-Christian Strache und sein Parteifreund Johann Gudenus mit einer vermeintlich reichen Russin. Auf den Bildern sehen wir den damaligen und heutigen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und sein Adlatus Johann Gudenus, wie sie eine Frau treffen, die sich als sehr, sehr reiche Russin ausgibt. Eine Russin, die Geld aus fragwürdiger Quelle in Österreich investieren will. Naja, ein bisschen komisch ist das jetzt schon, aber eine Russin ist aber immer noch. Ja, im Fernsehen. Und trotzdem stimmt's nicht. Das hat selbst die Süddeutsche, als sie das Video mit dem Strache und seinem Spezi veröffentlicht hat, in ihrer Zeitung selber geschrieben. Ich lese das vor. Der Lockvogel wurde ihnen als Aljona Makarova, eine Lettin mit EU-Pass, vorgestellt. Nur in dem Video, das dann in alle Nachrichten gekommen ist und das von den beiden Zeitungen stammt, die das als erste veröffentlicht haben, da haben sie die Kleinigkeit mit dieser Lettin plötzlich weggelassen. Das hat erst der Strache selber gesagt, wo er zurückgetreten ist. Und das österreichische Fernsehen hat's auch gesagt. Die angeblich lettische EU-Staatsbürgerin erzählte, mit ihrer Tochter nach Wien zu ziehen und ziehen zu wollen und in Österreich Fuß fassen. Seit Dienstag werden erste angebliche Fotos der geheimnisvollen Russin, die aber eine Lettin sein soll, in Internetforen geteilt. Also, Aloisi, das ist doch wurscht, wo dieser komische österreichische Politiker, was der klappt, mit wem er da so korrupte Sachen machen kann. Ob der jetzt gemeint hat, dass das eine Lettin oder eine Russin ist, das kann uns doch wurscht sein. Na, Irmi, das ist nicht wurscht. Es scheint nämlich so, dass das für einige ganz, ganz wichtig war, dass da was mit Russland vorkommt. Obwohl es bei der ganzen Sache nur um einen österreichischen Politiker gegangen ist, war das bei uns in Deutschland, aber nicht in Österreich, ganz, ganz wichtig. Exklusive Recherchen des Spiegel und der Süddeutschen Zeitung deuten darauf hin, dass der Vizekanzler eines EU-Staates bereit wäre, den Rechtsstaat zu opfern für die Macht, gerne auch mit Hilfe aus Russland. Hast das gehört? Den Rechtsstaat mit Hilfe Russlands opfern? Da sind's wieder, die bösen Russen. Jetzt, wo du das sagst, fällt mir das auch auf. Aber erst jetzt. Obwohl es eigentlich um einen depperten österreichischen Politiker gegangen ist, haben's, was er so hydrat, was grad in Mode ist. Sie können jetzt wieder gegen die Russen hetzen. Da sagst du's, so richtig lieren, tanz im Fernsehen nicht. Aber so richtig die Wahrheit sagen, das tanzt dann auch nicht. Und wenn's auch nur kleine Sachen sind, irgendwie manipulieren geht allbei. Mei. Wenn ich die nicht hätte, Aloisi. Du magst dann lieber Kass. Das waren die Gschwendlingers. Aufgenommen für bürgersicht.de. Musik Martin de Boer. Eingesprochen von Bernd Schubert.